So, ich wette, das passt überhaupt nicht. Ist egal, selbst wenn es eine 10-Sekunden-Folge nur ist. Oho. Es wird ein säulenangehaucht römischer Brunnen. Oder so. Ja, irgendwie sowas in die Richtung, keine Ahnung. Das haben wir haben, ich habe gerade unseren kompletten Netherquartz für diese paar Säulen da ausgegeben. Toll. Ja, als ob wir das jemals irgendwo anders hier abgebaut hätten, gebraucht hätten dann oder so. Bestimmt. So, deswegen gehe ich jetzt mal mich in den Nether schleichen und dort mal noch ein bisschen was von dem Scheiß abbauen. Bestimmt fallen mir jetzt sofort gleich Sachen ein, wo ich so was für brauche. Zum Beispiel? Weiß ich nicht. Siehste? Noch ist sofort gleich nicht. Achso, gleich ist aber erst sofort. Also wenn gleich sofort ist, ist gleich fort. So, fort. Dingens. Weißt du. Hast du Durchblick, meine ich. Ich hab total Durchblick. Ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Sag mal, Juvi. Nein. Bist du eigentlich gut zu vögeln? Oh ja, und wie? Ist das komisch? Haha. Olaf hat ein Scherzchen gemacht. Das ist ja so lustig. Ich habe Humoristik jahrelang ignoriert. Merkt man. So, da ist Lava. Ich habe Lava im Nether gefunden. Sehr gut. Das ist irgendwie normal, ne? Ja, eher selten. So, da habe ich schon mal einen Nether Quartz gefunden. Das ist doch schon mal was. Das reicht aber noch lange nicht. Die blaue Wolle auch nicht übrigens. Gott. Dann brauchen wir Mull. Wir brauchen Mull mehr Wolle. Ja, wir brauchen Mull mehr Wolle. Ich bin ein Meerwolf. Ein Wolf. Hast du noch weiße Wolle bei dir daheim? Ich glaube, nee, bei mir in der Hütte hatte ich nichts mehr. Ich war alles alle. Shit. Haben wir noch irgendwo welche? Habe ich alles für Bier ausgegeben. Boah, weiße Wolle habe ich aber auch nicht mehr. Und so viele weiße Schafe haben wir leider nicht. Blöderweise sind die alle grün. Ja, das kann schon mal vorkommen. Das war bei mir in der Hütte hatte ich halt, wie gesagt, gar nichts mehr an Wolle oder so. Nein, muss ich jetzt echt ernsthaft losziehen und irgendwo Schafe jagen? Hast du Knochenmehl? Ja. Hau das auf die Schafe drauf, fertig ist. Das geht? Herzlichen Glückwunsch, sie haben weiße Schafe gemacht. Ach so meinst du, ja. Ich verstehe. Ich meine, nachfärben können wir die auch jederzeit. Oder lass zumindest ein paar farbige Schafe drin in der Farbe, die wir brauchen könnten oder so, weiß ich nicht. Ja, ich habe auch noch Farbmittel in Hülle und Fülle in meinem Hülle und Fülle Haus. In Fülle und Hülle Maus? Ja. Yarp, yarp, yarp. Yar, har, tiddly, do what you want, cause a pirate is free. Yo ho. So, schauen wir mal hier. Ein Hühnchen. Ein Chicken Wing. Oh, apropos, bei den Hühnchen sind es auch ein paar mehr geworden. Die vergesse ich immer. Ich vergesse immer, dass wir Hühnchen haben. Ein Hühnchen? Ja, haben wir. Wie viel sind denn das? Ein paar, ich hab die jetzt nicht gezählt. Mehr als eins? Ja. Mehr als zwei? Ja. Mehr als drei? Aber irgendwie interessant, weil so viele hatten wir da gar nicht drin eigentlich, ne? Sind es so 5, 6 Viecher? Circa? Nee, mehr, würde ich sagen. Echt mehr? Okay. Drin bleibt. Irgendwer wird jetzt zurückspulen und sagen, nee, es waren 5. Genau, erstmal zählen. Scheißstreber, ey. Vielen Dank dafür. Immer müsst ihr uns korrigieren, ey, was soll denn das? Wobei unsere Leute da gar nicht so schlimm sind. Nee, das ist gut so. Seid alle ganz lieb. Ja, seid alle handsam. Genau. So, jetzt muss ich sowieso kurz warten, bis die Schafe hier nachschafen. Bis sie nachgewachsen. Bis die Schafe nachwachsen. Weil bekanntlich muss man Schafe ja mehr töten, damit man an die Wolle kommt. Oh, und deswegen habe ich in die Schafzucht aufgemacht, weil jedes Mal, wenn ich ein Wolf anbrauche, muss ich so ein scheiß Schaf abschlachten. Ja. Ist manchmal so. Nee, aber das heißt, ich kann mal kurz hier was machen. Nether Quartz machen?
Zum Quarzen? Den scheiße ich jetzt mal kurz. Jetzt, ich meine zum Quarzen. Ach so, so meinst du. Ha, das ist gut, gar nicht mal schlecht. Mhm. Oh, Ballast, du bist ja geschickt. Ja, habe ich gefickt eingeschädelt. Das hast du wirklich gefickt eingeschädelt. Verfickte Scheiße, hast du das gut gemacht. Hey, 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 hey. Fluchen darf nur ich. So, schön. Ja. Da sind doch schon ein paar Schafe nachgewachsen. Schafe sind nachgewachsen. Die sprießen hier aus dem Boden. Oh, 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 die Schafe, die fliegen heute schief. Ja, die flach. Ich sage jetzt nichts mehr, es ist mir jetzt zu doof hier. Das ist also, nee. Die Flafe fliegen heute flief. Die Flafe fliegen heute schief. Ja, ja, sowas. Ach, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Ah, ah. Jetzt hat mein Hosenboden gerade gebrannt. Weil ich heldenmutig wie ich bin, springe ich natürlich erstmal ins Feuer. Tipp, nicht im Feuer stehen. Ah. Ja, ach ja, stimmt, so war das. Hätte einem ja mal einer sagen können. Ich meine, ne, das kann man ja nicht wissen. Seien wir mal ehrlich. Das ahnt keine Sau und kein Schaf. Echt? Scheiße. Und ein Flav? Ein Flav vielleicht. Wo ist denn hier das Tor? Da. Oh, was ich gesehen habe, es kommt ja auch irgendwann ist der nächste neue Disney-Film raus. Okay. Von hier, sag mal, irgendwas so von wegen irgendwelche Schneeköniginnen oder sowas oder Schneezauberinnen oder sowas, die sich gegenseitig zerfetzen wollen und töten wollen und sowas und keine Ahnung. Also halt natürlich das Ganze ein bisschen kindlicher verpackt, ne? Also jetzt nicht so die böse Story, so von wegen, die man sich wirklich töten, sondern sie wollen sich besiegen. Okay. Nee, keine Ahnung, da hatte ich jetzt die Tage auf YouTube, als ich ein Video angeschaut habe, ein Teaser-Trailer oder sowas in die Richtung. Ich glaube, ein Teaser-Trailer dürfte es eher gewesen sein. Ah ja, okay. Cool. Ist von den Leuten, die das Rapunzel neu verfilmt gemacht haben, falls Leute das gemocht haben. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Rapunzel neu verfilmt? Verföhnt. Ach so, verföhnt. Das ist so ein Disney-Film, ne? Ja, ja. Ja. Habe ich nicht gesehen. Star Wars, ne? Weil Star Wars ist ja auch ein Disney-Film. Jetzt bald ja dann. Was mir gerade so einfällt, so zum Thema neu und so, Memoria ist doch erschienen. Yo. Wolltest du da nicht? Oder, also ich will jetzt nichts ankündigen, aber... Doch, aber es ist gerade, wie gesagt, zeitplanmäßig, aber ich werde jetzt schauen. Und eigentlich hätte ich ja jetzt nächste Woche auch Urlaub gehabt, aber das hat sich ja auch erledigt. Also von dem her, es ist gerade alles ein bisschen kurz vor knapp und so. Also okay. Das Ballast pfeift gerade aus dem letzten Loch, sagen wir es so. Das ist gut. Gerade was so Aufnahmetechnik-Zeugs-mäßig angeht. Und ich hoffe, ich finde die dann auch später wieder raus, weil ich weiß gerade nicht mehr, wo ich bin. Hast du meine tolle Tortechnik in dich angewandt? Ich hab ein Tor geschossen, ja, aber... Ja, das hilft dir natürlich wenig. Doch, ich finde die schon wieder raus. Ich bin ein Pro. Weiß ganz genau, wo ich lang gegangen bin. Hier ist zum Beispiel ein riesiger Lavafall. Da bin ich jetzt lang gegangen. Kann ich mir merken. So, nochmal die Kühe gepaart. Geil. Hast du einen Film gemacht von. Was? Nein. Ist auch besser so. Sodomie ist nicht cool. Hallo, die Kühe machen sie ja miteinander, nicht du mit den Kühen. Naja. Das denkst du. Du hältst die Kamera. Aha, Jovi, aha. Ja. Ich brauch schnell irgendwas, um vom Thema abzulenken. Fällt aber nichts ein. Das ist schlecht. Schau, ich hab zum Beispiel schon wieder eins von deinen Toren gefunden. Ha. 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 Hua. Und ich sehe von hier aus sogar das Portal. Alter, das ist ja hier. Der Nether ist ein Dorf. Und wir brauchen so verdammt viel Kies. Wir brauchen noch sehr viel mehr. Weil wir müssen ja auch noch eine Verbindung vom Rathaus zu dem Herrenhaus bauen. Und dann kommt da die Kathedrale ja auch noch hin. Oh Gott. Ich habe noch 15 Kies da. Ich glaube, das reicht. Das reicht, ja. Sicher. Das ist total gut. Das ist klasse. Boah. Machen wir Schluss für heute, oder? Ja, das machen wir aber wirklich bald.
Ich sammle hier noch ein bisschen Nether. Ich schaue jetzt dann, dass ich dann noch den Brunnen, Nether Quartz, ne? Ich schaue noch, dass ich den Brunnen fertig mache vielleicht. Ja, ja, genau. Und dann können wir von mir aus gerne sagen, wir streichen für heute die Segel. Will jetzt auch keinen Stress machen, aber sobald mal. Aber mach mal hinne. Aber mach mal hin, genau. Mit einem Scheißbrunnen, da wird sowieso kacke aussehen. Das ist so ein Drecksding. Okay, jetzt ist eben meine Spitzhacke kaputt. Ich mach mich auf den Rückweg. Wie hab ich's da drüben gemacht? Achso. Mit dem Mund, mein Freund, mit dem Mund. Achso. So war das, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, freut mich, wenn ich helfen konnte. Ja, danke, danke. So. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier im Herrenhaus selbst auch schon mal ein Stückchen wieder geschafft. Da ist ein Portal, da ist ein Portal, ich muss hier runter. Well? Oh, da lag ja noch einer. Oh oh. Bist du in die Lava geplumpst? Nein, nein. Ich lebe noch, keine Sorge. Okay. Es ging nur gerade rapide abwärts. Und da habe ich mir gedacht so, oh oh, das ist ganz schön tief. Aber es war nicht tief genug für so Helden wie mich. Meine Beine mögen vielleicht brechen, aber nicht mein eiserner, unbezwingbarer Wille. Da war wieder diese schöne Stimme. Ja, ich weiß. Einfach schön. Ich weiß doch, worauf du stehst, Jubi. Ja. Nachts im Bett. Blut. Was? Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da war. Blut. Charlie. Blut. Nein, wer kennt sie? Jubi kennt es nicht. Nein, zumindest gerade jetzt so nicht. Charlie the Unicorn? Nein. Candy Mountain, the Candy Mountain Candy Cave, Charlie, blablabla. Nö. Okay. Ist auch eine Bildungslücke. Ja, ist mir geil. Eigentlich nicht, aber... Ich habe so viele, damit muss ich leben. Ja. Siehst du, und deswegen scheiße ich auf den mit auf meine Mr. Bean Bildungslücke. Ja, aber das ist Kult. Ja, ich kenn's bestimmt, aber ich hab das jetzt einfach nur nicht im Kopf. Weißt du, wann ich Mr. Bean gesehen habe? Da war ich jung. Inzwischen bin ich alt. So. Wirklich? Es ist mir langsam zu spät. Ja, ja. Ich bin voll alt. So, Teppich ist verlässt. Der Teppich ist echt eine coole Erfindung. Hätte man auch mal eher drauf kommen können. Finde ich ja. Ja, denkst du. Ich finde Teppiche scheiße. Was machen wir denn diesmal ganz oben ins Herrenhaus rein? Weil ich finde da jetzt schon wieder ein Festsaal reinzubasteln, ist irgendwie doof. Weil wir haben ja schon einen im Dingens. Im Bauernhaus. Warte, ich bin gerade anderweitig in Gedanken versunken. Shame on you. Ja, ist mir egal. Kann ich mit leben. Da oben ins Herrenhaus oben rein. Eine Aussichtsbasis für die Kampfjets. Aussicht. Ach, für Kampfjets. Ich kann ja auch einen Flugzeugträger reinbauen. Oh ja! Flugzeugträger. Das ist die Idee, Jubi. Sehr gut. Wusste ich doch, dass dir das gefällt. Du hast viel gelernt. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich glaube. Ich glaube, dieses Aussichtsding finde ich gar nicht mal so richtig verkehrt. Nur halt nicht für Flugzeugträger, ne? Genau. Aber ich glaube, da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht. So, schauen wir mal, wie sieht das aus? Dann? Schlecht, mach mal neu. Ja, ja, klar sieht es im Augenblick noch scheiße aus, was Erde ist. Komm, runter. Hallo. Ja, komm. Es geht schon, ja. Doch, das machen wir so. Moment, so.